Gut, genug mit Hollywood-Stars. Jetzt gehen wir zurück zu 20 Regeln für Silvi. Ist dir beim Dreh für diesen Film so ein Moment geblieben, wo wirklich so als der Beste in Erinnerung hast? Ja, grundsätzlich war jeder Tag eigentlich irgendwie völlig abgefahren gewesen. Und ich habe extrem viele schöne Erinnerungen. Aber jetzt gerade so spontan kommt eigentlich ein Moment in den Sinn, wo es ist irgendwie 4 Uhr morgens war und wir waren alle schon mega müde gewesen. Und dann hat der Carlos Leal einfach von allem mal Pizza bestellt. So. Der Carlos Leal, der ja eben deinen Vater spielt in diesem Film, wie ist er eigentlich eher so für einen Typ sonst? Super. Ein super Typ. Hast du ihn denn vorher schon gut gekannt? Wir sind uns ein paar Mal begegnet, aber wirklich kennengelernt haben wir uns im Rahmen des Films. Und wisst ihr, dass wenn er jetzt seinen Vater spielt, das stellen wir jetzt noch schwierig vor, wenn er jetzt noch nicht so gut kennst, musst du dann doch ein recht enges Verhältnis im Film darstellen. Ist das noch schwierig gewesen? Ja, er ist ein Vollprofi, natürlich. Also von dem her konnte ich mich da einfach hineinbegeben und er weiß, was er macht. Und das war super gewesen. Der Träufen fragt im Chat jetzt zum Dreh, wie läuft ein typischer Drehtag ab? Also jetzt bei 20 Regen für Silvi? Ja, genau. Also da bin ich um 5:30 aufgestanden meistens. Dann bin ich ein bisschen joggen. Dann bin ich duschen. Dann habe ich echt irgendwas angezogen, ist ja egal was. Habe die Brille angezogen von der Rolle, bin ins Tram. Und bin auf das Set und dann wird man geschminkt und dann bekommt man das Kostüm über und dann fängt man an zu drehen bis irgendwie meistens am Mittag. Dann gibt es zu essen und dann dreht man weiter bis um 7, 8, 10. Hängt das dann ein bisschen davon ab, hat es auch gegeben, dass zum Beispiel eine Szene einfach nicht funktioniert hat und man die hat dann bis spät in den Abend rein müssen wiederholen? Also in diesem Film ist eigentlich die Dreharbeiten selber sind grundsätzlich super gelaufen. Das Wetter hingegen ist echt krass gewesen. Also es hat ja letztes Jahr im Mai auch noch geschneit. Wir haben ja im Kanton Waadt gedreht. Und der Film spielt im Herbst und wir haben auch schon Ausaufnahmen gemacht vom Herbst. Sind dann im Mai in Kanton Waadt und es hat irgendwie so viel Schnee auf den Dächern gehabt. Und die wunderbare Crew ist mit heißem Wasser auf den Dächern und hat Schnee runtergespült. Ich meine, es ist völlig abgefahren gewesen. Es hat so oft geregnet und es hat eine Szene gegeben, wo es endlich hat es regnen und es hat nicht geregnet und sie haben diese Kunstregen. Das ist schlechtes Timing, aber das sind nämlich auch Sachen, wo man einfach damit rechnen muss oder was auch eingeplant ist. Absolut. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu zu einem Film 3. Ja. Deine Rolle von Silvi. Jetzt im Trailer sieht das ja eher aus so ein bisschen nach einem scheuchen Mädchen, sage ich jetzt einmal, oder scheuchen junge Frau. Ja. Du wirkst jetzt nicht so schüch, du hast vorher ja gerade gerappt vor der Kamera. Ist das schwierig gewesen, um dich dann in so etwas reinzuversetzen? Also ich bin schon schüch. Du bist schüch? Ja, definitiv. Also gerne nicht so schwierig gewesen, um dich vorzubereiten? Ja, also nein. Oder was ist so, sag ich jetzt mal, eine Herausforderung gewesen, vielleicht, um die Rolle zu finden? Wie geht man das so an? Ich habe angefangen, natürlich das Drehbuch habe ich sehr gut gekannt. Ich hatte diverse Hilfsmittel. Ich meine, in erster Linie hat man die Regie, der Jagun, der immer für mich da war und mir immer Feedbacks gegeben hat. Wir haben Probedrehs gemacht. Ich habe oft Leute beobachtet. Ich habe tagelang bin ich rumgelaufen wie Silvi. Also, wenn ich das Gefühl hatte, dass Silvi ist, was der Film braucht, damit das funktioniert. Und das ist, das habe ich mit Hingabe und Freude gemacht. Definitiv. Jetzt haben wir einen Chat-Kommentar von M. Roth, der sagt, die Frau ist echt sympathisch. Also wieder ein Kompliment. Du scheinst gut anzukommen. Ja. Das Thema vom Film, die Regeln, die Silvi auferlegt kriegt, über das reden wir dann nach der Werbung noch mit. Allgemein, wie viele Regeln braucht es eigentlich? Oder wie viele Regeln brauchen Jugendliche? Und auch, was du dazu findest. Jetzt aber für euch daheim noch ganz eine wichtige Aufgabe. Und zwar könnt ihr im Chat auf www.choice.ch/live der Viola und mir auch Regeln auferlegen, die wir dann im zweiten Teil der Sendung nach der Werbung einhalten müssen. Also lasst euch etwas Gutes einfallen. Wir werden uns das grösste Mühe geben und dann bis nachher.